Moin Moin und herzlich willkommen zum TWS. Ich konnte letzte Nacht mal wieder nicht schlafen und habe den Fernseher angemacht und ich muss sagen, Frauenfußball ist ein wirklich unterschätzter Sport. Zumindest hat es mich auf die Idee für unser heutiges Atelier gebracht. Für unser heutiges Atelier benötigen wir neben den üblichen Werkzeugen Vierkantleisten, Walserholz und Draht. Die meisten von euch erinnern sich sicherlich an die Guildball-Platte, die wir im Winter letzten Jahres gebaut haben. Da uns das Notieren der Punkte auf einem Zettel nicht mehr ganz stilvoll erscheint, haben wir uns dazu entschlossen, eine Anzeigetafel dazu zu bauen. Dazu hat unser Stivalin-Gott Michael erst einmal drei Platten hergestellt, die auch schon für die Guildball-Platte verwendet wurden. Da wir die Fishermans und die Morticians-Gilde spielen, sind auch jeweils die Symbole darauf zu sehen. Im ersten Schritt legen wir die drei Platten dann nebeneinander mit jeweils etwas Platz zwischen den Fugen. Daraus ergibt sich für uns eine Breite von 17 cm für die Anzeigetafel. Um dann neben den Nummern auch noch etwas auf die Anzeigetafel raufschreiben zu können, wählen wir dazu eine Höhe von 10 cm. Wir nehmen uns dann Balsaholz, das wir in Streifen von 17 cm Länge und etwa 1 cm Höhe zurechtschneiden, bis wir die Fläche der geplanten Anzeigetafel zusammen haben. Die einzelnen Hölzer bearbeiten wir dann etwas, indem wir die Ränder etwas mit dem Fingernagel oder einem Messer eindrücken. Wer hat, kann auch gerne mit einer Drahtbürste darüber gehen, um die Holzmaserung darzustellen. Ansonsten geht auch grobes Schmirgelpapier ganz gut. Jetzt benötigen wir ein Ständerwerk, um die Hölzchen aufzukleben. Dazu nehmen wir uns Vierkanthölzer und schneiden zwei Stück zu 17 cm Länge zurecht. Diese legen wir uns jetzt so hin, dass sie später zwischen den Stevalin-Platten auf der Base stehen können. Dazu nehmen wir uns einfach zwei Platten und legen die zwischen die Vierkanthölzer. Danach kleben wir vorsichtig von einer Seite aus startend die Balsahölzer auf die Stäbe. Achtet dabei auf sauberes Arbeiten, das hilft uns später bei der Bemalung. Danach lassen wir das Ganze kurz antrocknen. Währenddessen können wir uns schon einmal 2 cm x 3 cm große Platten aus Balsaholz zurechtschneiden. Darauf kommen später die einzelnen Zahlen für die Anzeigetafel. Wenn wir davon ein paar geschnitten haben, ordnen wir die auf der Tafel an, dass es stimmig aussieht. Da wir über die Nummern später noch Heim und Gast malen wollen, setzen wir die Platten entsprechend tief an. Oben mittig der Platte markieren wir uns dann dünn mit einem Bleistift die genaue Lage. Wir haben jetzt für die Haltevorrichtung einen 1,2 mm dicken Draht, für den wir ein paar Löcher bohren wollen. Das machen wir dann entsprechend mit einem 1,2 mm Bohrer. Legt am besten zur Stabilisation etwas unter die Anzeigetafel, damit euch die Balsahölzer beim Bohren nicht abbrechen. Jetzt schneiden wir uns vier etwa 1,5 cm lange Drahtstücke zurecht und biegen den jeweils bei 5 mm um 90 Grad, bis wir sogenannte Z-Winkel haben. Die Winkel stecken wir dann durch die Löcher durch. Verkleben werden wir das dann mit ein paar weiteren Balsaholzbrettchen, die wir auf der einen Seite etwas aushöhlen, sodass der Draht darin verschwinden kann. So sitzen die Drahtwinkel später sicher an Position und Stelle und auch die Anzeigetafel ist ein wenig stabiler. Nun nehmen wir uns die Nummernschilder und bohren dort zunächst mit einem kleinen Bohrer ein Loch durch. Danach nehmen wir einen größeren Bohrer, wir haben hier knapp 2,4 mm, und bohren die Löcher damit noch einmal nach. So können wir dann die Nummernschilder an die Anzeigetafel hängen und auch wieder abnehmen. Als nächstes wollen wir dann schon einmal zum Teil mit der Bemalung beginnen, da man auf die Anzeigetafel besser etwas schreiben kann, wenn man sie vor sich liegen hat. Wir nehmen uns jetzt verschiedene Washes, ich habe ein braunes und ein schwarzes Wash und gehen damit über alle Balsaholzteile, also die Anzeigetafel, als auch die ganzen Nummern großzügig rüber. Jetzt zeigt sich auch, ob man sauber gearbeitet hat, durch Leimflecken kann ein Wash nicht durch und dann gibt es an solchen Stellen unschöne Flecken. Solange die Washes trocknen, können wir schon einmal zwei Abstellmöglichkeiten für die Nummern machen. Dazu schneiden wir uns 2,5 und 3 cm lange Balsahölzer zurecht und trimmen die, wie auch schon vorhin gezeigt, auf Alt. Dann schneiden wir uns aus Schaschlikspießen 8 Pfosten zurecht, die etwa 2,5 cm lang sein sollten, und kleben die Seitenwände so weit vor.
Wenn der Leim leicht angezogen hat, können wir die Seitenwände dann komplett zusammenkleben. Mittlerweile sind auch die Washes getrocknet, sodass wir die Anzeigetafel bemalen können. Dafür zeichne ich mir mit einem Bleistift zunächst die Buchstaben vor, da ich das freie Hand niemals hinbekommen würde. Dann nehme ich mir ein leicht verdünntes Weiß und ziehe die Buchstaben damit nach. Um für die Anzeigetafel mehr Standfestigkeit zu bekommen, sägen wir dann noch zwei Vierkanthölzer zurecht, die wir an den Enden auf Gehrung schneiden. Diese kleben wir dann an die Anzeigetafel an. Als nächstes wollen wir uns dann um einen Base kümmern. Dafür legen wir alles, was darauf soll, auf ein Stück Pappe und zeichnen uns dann so ca. 1,5 cm Platz drumherum. Das schneiden wir dann aus und runden außerdem die Kanten noch etwas ab, damit es nicht so anfällig ist. Auf das Base kleben wir dann mit Leim die Platten und die Anzeigetafel auf. Dann nehmen wir uns Spachtelmasse und schmieren die auf die gesamte Pappe vom Base, die noch zu sehen ist. Zu den Stevalinplatten hin ziehen wir das etwas hoch. Hinter die beiden äußeren Platten drücken wir dann noch die Abstellmöglichkeiten für die Zahlen, die wir vorher noch einmal gewascht haben. Danach lassen wir das Ganze erst einmal ein paar Stunden ordentlich durchtrocknen. Ist das geschehen, schmieren wir die Base mit Leim an und besanden sie großflächig. Danach geht es wieder mit dem Trocknen weiter. Währenddessen können wir mit den Nummernschildern weitermachen. Wer wie ich ohne Schablone die Nummern versauen würde, malt sich vorher die Zahlen auf einem Stück Pappe auf und schneidet die dann aus. Danach braucht man die Zahlen nur noch auf das Balsaholz legen, einmal drumherum markieren und dann die Fläche wieder mit einem verdünnten Weiß anmalen. Kommen wir zum Grundieren. Dann nehmen wir uns zunächst für die Steinplatten ein Schwarz. Für alle weiteren Flächen nehmen wir dann ein dunkles Braun. Die Platten bürsten wir dann zunächst mit einem dunklen Grau und danach mit einem hellen Grau trocken. Dann gehen wir noch einmal an ausgewählte Stellen mit unseren Washes rüber. Zuletzt bürsten wir noch ein paar Highlights mit einem Weiß. Den Rest der Base bürsten wir zunächst mit einem dunklen Braun trocken, gefolgt von einem hellen Braun. Danach kommt noch hier und da etwas Grasstreu über die Base. Und somit wäre auch dieses Geländestück spielbereit. So, das war's leider schon für heute. Wir hoffen, ihr hattet wieder Spaß. Was gefällt euch beim Frauenfußball am besten? Sagt uns das, schreibt uns das hier unten in die Kommentare, schickt uns ein Foto. Wir freuen uns drauf und bis zum nächsten Mal.